SPD kriminalisiert Bauunternehmer. Zum wiederholten Mal hat die SPD mittlerweile zum 7. Mal ein Tariftreuegesetz für Bayern in den Landtag eingebracht. Da fragt man sich als erstes, braucht es das? Ja, für die SPD braucht es das, für den Wahlkampf. Und weil sie immer wieder meinen, sie müssen sie in Szene setzen für die Arbeitnehmerrechte. Sind die hier gefährdet? Gerade in der Baubranche. Die Referentin von der SPD hat dann von den Sub-Sub-Unternehmern gesprochen, weil sie sonst gar keine praktischen Beispiele mehr finden würde. Für diese schwarzen Schafe gibt es den Zoll. Aber alle anderen werden über einen Kamm geschert und werden von der Bürokratie erstickt und die Arbeitnehmer verdienen gerade im Baugewerbe weit über Mindestlohn und vom Tariflohn braucht man noch gar nicht reden, auch da weit drüber, weil sonst überhaupt keine Fachkräfte mehr bekommen würden. Also es ist heiße Luft um nichts, wie es heute bei der SPD. Deswegen wählen Sie am 8. Dezember AfD.